Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Live-Training zum Thema Bodenverdichtung. Wir sind hier beherbergt in Rendsburg, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Mein Name ist Thomas Klatte und ich bin Field Manager bei Trelleborg Landwirtschaftsreifen. Ich möchte ganz herzlich heute Abend in meiner Runde meine Gäste begrüßen. Das ist zum einen Herr Talar Omal, Werkstattleiter der Firma Blunk, ein Deutschlands führenden Dienstleister für Umwelt und Agrar. Des Weiteren möchte ich in meiner Runde begrüßen Herr Professor Dr. Reckleben. Er ist Dozent an der FH Kiel für Land- und Verfahrenstechnik in der Außenwirtschaft. Gerne zwischendurch, sollten Sie irgendwelche Fragen, Anregungen haben, können Sie dies gerne auf unseren sozialen Medien, auf YouTube und Facebook teilen mit uns. Wir möchten uns heute einmal dem Thema Bodenverdichtung widmen, welche Auswirkungen diese hat und wie wir diese optimal entgegenwirken können, indem wir den angepassten Luftdruck bzw. die optimale Bereifung einsetzen. Tali, kannst du uns etwas über die aktuelle Lage in der Landwirtschaft sagen, wie es aktuell aussieht, wie läuft die Saison, wie ist sie gestartet, was für ein Unternehmen habt ihr, wie viele Mitarbeiter? Ja, dieses Mitarbeiter haben wir 250 Angestellte, 100 Traktoren, die gestartet sind wir nass im Frühjahr. Aber dafür haben wir die Breitreifen von Trelleborg 900-60 R42, vorne die 710-60 R34. Und die haben uns durch den Frühjahr begleitet, durch die Regeldruckanlage. Da konnten wir die Luftdruck hoch runterfahren und anpassen. Ne? Erzähl einfach mal aus dem täglichen Leben heraus, was sind die Anforderungen der Kunden an euch als Lohnunternehmen und Dienstleister, um diese, um den Bodendruck zu minimieren oder werden Breitreifen gefordert, was für Traktoren werden gefordert, was sind die Einsätze? Da werden viel PS gefordert, leicht und Breitreifen, ne? So das Mindeste oder das Höchste, was auf der Straße geht, 900er Reifen und die werden von unseren Kunden gefordert und vor allen Dingen den niedrigen Reifendruck. Ne? Was sind die Haupteinsätze? Straße, Acker? Wie kann man das prozentual unterteilen? Mit den Traktoren sind wir 60% Straße, 40% Acker. Daher die Regeldruckanlage. Vielen Dank. Herr Professor, was sind Ihre, Herr Professor Dr. Reckleben, was sind Ihre Erfahrungen zum Thema Bodenverdichtung? Was können Sie uns mitteilen? Ja, also das Thema Bodenverdichtung ist für die Landwirtschaft allgemein ein wichtiges Thema und es wird zunehmend noch wichtiger, weil wir Bedingungen haben, die nicht immer so planbar sind, was die Witterung angeht. Dieses Frühjahr war es sehr nass, das haben wir schon gehört. Also es geht wirklich darum, dass man sich so gut wie möglich mit seinem Fahrzeug an die Bedingungen anpassen kann. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Herr Omar hat ja gerade schon gesagt, dass Reifendruckregelanlagen ein wichtiger Punkt sind. Denn Verdichtungen findet man noch Jahre später, die man erstmal reingefahren hat. A, sind sie schwer wieder zu beseitigen, auch an der Oberfläche schwer zu beseitigen. Und sie haben Ertragseinbußen. Und denn bei der Verdichtung werden die Poren zusammengedrückt und die Funktionalität des Bodens wird beeinträchtigt. Das sind also aus meiner Sicht ganz wichtige Faktoren, denn der Boden ist nicht unendlich vermehrbar und wir müssen an der Stelle einfach aufpassen, bei jeder Überfahrt die richtige Wahl von Gewicht, von Reifendruck auch zu haben oder einzustellen, sodass man wirklich so schonend wie möglich mit dem Boden umgeht. Zum Thema Kosten, kann man was sagen zu den Ernteverlusten, in welchem prozentualen Bereich die ungefähr liegen bei verdichteten Boden, wie sich die Kosten auswirken für den Landwirt? Ja, also ich kann es nur schätzen, weil es nicht so einheitlich zu erheben ist. Also wir hatten 2017 war so ein extrem nasses Jahr, wo wir quasi schon in der Ernte nasse Bedingungen hatten und dann auch die Bestellung für die Herbst, also Aussaat sozusagen super nass war. Und man sieht heute noch Spuren von den Erntemaschinen auf den Feldern, also auf die nicht, die ich so mir regelmäßig auch anschaue, weil wir da Versuche machen, dass wir da sehr viel Effekte sehen. Und ich würde schätzen, so 30% Ertragseinbußen sind durch Verdichtungen leicht möglich. Und wenn man sie eben reduziert, kann man auch den Ertrag natürlich dann steigern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Vielen Dank. Tali, wir sehen hier einen Fendt Vario 936 mit der Bereifung VF 900-60 R42.
Warum habt ihr euch entschieden, Progressive Traction in eurer Flotte einzusetzen? Die Lebensdauer ist wichtig. Der Fahrkomfort, Reifenverschleiß und Spritverbrauch auf der Straße und auf dem Acker. Das war uns sehr wichtig. Ne? Okay, wie seid ihr mit dem Gesamtservice-Paket zufrieden? Sehr zufrieden. Mit dem Service, mit dem Mitarbeiter, mit allen, mit Verfügbarkeit von Reifen ist top. Okay. Ich möchte gerne noch detailliert ein paar Einwirkungen auf den Reifen, was wir haben. Wir haben ja einen VF-Reifen, wie bereits beschrieben, der Größe 960-42 TM1000PT Progressive Traction. Besonders hervorheben möchte ich einmal das markante Stollenprofil. Wir haben ja einen zweiten Traktionsstollen bzw. Traktionsanker-Stützpunkt. Dadurch, durch den Wing-Effekt, vergrößert sich die Auflagefläche, die Lauffläche. Wing bedeutet Flügel. Dadurch haben wir eine breite Aufstandsfläche und reduzieren so den Druck pro Quadratzentimeter. Durch den Einsatz des Progressive Traction Profil auf der Straße, durch den Doppelstollen, habe ich eine geringere Vibration, dementsprechend einen geringeren Rollwiderstand, weniger Kraftstoffverbrauch und der Verschleiß des Reifens wird absolut reduziert. Und das ist ein besonderes Merkmal, was den TM1000PT unterscheidet zum Vergleich zum Standardreifen. Das sind so die Hauptmerkmale dieses Reifens. Gestern Abend haben wir bereits einen Test durchgeführt, um die Aufstandsfläche beim Standardreifen im Vergleich zum VF-Reifen zu messen. Wir haben einen Reifen der Größe VOF 960-42 verglichen in der Größe 900-60R42 TM900 in Standard. Der VF-Reifen war mit einem Luftdruck bestückt von 1,0 bar, der Standardreifen mit 1,6 bar. Dort haben wir eine Aufstandsflächenvergrößerung von bis zu 25% erzielt. Herr Professor Direkt Leben, was können Sie uns noch sagen zum Thema Bodendruck und Luftdruck? Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, denn das ist der einzige Schlüssel, den man als Landwirt, als Anwender von Traktoren hat, um sich an die Bedingungen anzupassen. Das Thema Breitreifen ist ja schon ein Thema, was schon beim Kauf des Traktors oder beim Kauf der neuen Reifen erledigt wird. Aber gerade das Thema Reifendruckanpassung an die Bedingungen, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, wo man auch deutlich die Effizienz steigern kann für so einen Reifen und auch für so ein gesamtes Fahrzeugkonzept. Denn ich denke, Kraftstoffverbrauch ist ja auch ein Thema, was vor allem die Kunden vom Lohnunternehmen Blunk interessiert. Denn den Kraftstoff zahlen die Kunden ja selbst. Ne? Und je weniger Kraftstoff ich brauche, umso besser komme ich natürlich auch als Lohnunternehmer, auch im Vergleich zu anderen Mitbewerbern sozusagen. Ne? Das sind ja schon Punkte. Und das sind auch Sachen, wo wir uns als Fachhochschule hier bei Blunk relativ viel mit befassen, mit der Frage, können wir diese Daten von den Maschinen auch nutzen, um Effizienzbetrachtungen zu machen oder vielleicht auch Reifen und Reifenkonzepte miteinander zu vergleichen. Das ist auch der Grund, warum wir hier sehr viel machen mit Herrn Omar, sodass wir da sehr viel auch schon zu sagen können. Und ich denke, Kraftstoff, das ist ein entscheidender Faktor und die Bedingungen. Denn das Leichteste, was man sehen kann als Landwirt, ist ja immer, oder als Fahrer, wie tief ist die Spur, die ich hinterlasse, wenn ich über den Acker fahre. Und je tiefer die Spur ist, umso mehr Aufwand muss ich treiben, um sie wieder aufzulockern und umso größer ist auch der Ertragseinfluss. Und ich denke, das sind wirklich wichtige Sachen und darauf kann man eben auch in der Anwendung direkt achten. Also richtig ballastieren, das ist der eine wichtige Punkt. Das würden wir hier zum Beispiel auf der Fuhrwerkswaage machen. Wir würden die Gewichte bestimmen, wissen genau, jetzt muss ich den Druck einstellen auf dem Feld, weil der Reifen es tragen kann, um eine optimale Traktion sicherzustellen. Und auf der Straße würde ich dann eben den höheren Luftdruck einstellen. Herr Professor Dr. Reckleben, können Sie uns etwas genauer, etwas zum Kraftstoffverbrauch, Spritverbrauch sagen, wie hoch der einzuschätzen ist, beziehungsweise gibt es da Anzeichen, Anwertungen? Also wir haben hier mit dem Unternehmen Blunk schon relativ viele Messungen gemacht, vor allem jetzt bei der Grasernte, und auch verschiedene Reifenluftdrücke getestet. Und man sieht bei dem gleichen Reifen mit einem angepassten Luftdruck schon Einsparungen bis zu 20%, die man messtechnisch erfassen kann. Und ich denke, das ist schon auch noch ein wichtiger Grund, warum man eben immer über die richtige Reifengröße / Luftdruckmenge nachdenken muss. Und das sind wichtige Sachen. Ja. Herzlichen Dank. Tali, ja, herzlichen Thomas. Dank nochmal, dass du uns eingeladen hast, dass wir hier sein durften, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deinen tägliches Leben, in dein, was du so machst. Was ist jetzt dein weiterer Plan, dein Tagesablauf? Ich will zum Mähen mit dem Breitreifen, ja. Deshalb
will ich jetzt auch dann los. Ne? Okay. Alles klar. Alles Gute. Vielen Danke. Dank.